Fernab von Krisen und Bedrohung dürfte Echnaton in seiner neuen Stadt mit seinem neuen Gott und seiner Familie noch glücklich gewesen sein. Im 13. Jahr seiner Herrschaft starb allerdings Nofretetes Tochter Maketaton. Auch Echnatons Nebenfrau Kia war gestorben. Seit seiner Kindheit und dem bestimmenden Einfluss seiner mächtigen Mutter, Königin Thehe, war Echnaton von starken Frauen umgeben gewesen. Manche Ägyptologen gehen davon aus, dass auch seine Frau und Weggefährtin Nofretete, die seine Träume mit ihm geteilt hatte, zu dieser Zeit starb. Sie war für Echnaton noch bedeutender als seine Nebenfrau Kia, für die er einen eigenen Tempel errichtet hatte. Sollten zu jener Zeit tatsächlich beide Frauen gestorben sein, wäre Echnaton in seinen letzten Lebensjahren beinahe so einsam gewesen wie in seiner Kindheit. Der Pharao starb im 17. Jahr seiner Regentschaft nicht einmal 40-jährig. Bis heute gibt Echnaton der Wissenschaft viele Rätsel auf. Schon sein Äußeres, die Frage, wie der Pharao tatsächlich ausgesehen hat, liegt im Verborgenen. Gewissheit kann wohl nur mit Hilfe seiner Mumie erlangt werden. Anfang unseres Jahrhunderts glaubten einige Archäologen, die sterblichen Überreste des Rebells von Amarna gefunden zu haben. Hier im Tal der Könige, wo die Pharaonen sich bestatten ließen, wurde 1907 eine Mumie entdeckt, die bis heute für erbitterte Kontroversen sorgt. Amerikanische Forscher waren auf ein Grab gestoßen, das bald als Grab 55 bekannt wurde. Zweifelsfrei stammte die Ausstattung aus der Amarna-Periode. Eindeutig war auch, dass das Grab nie fertiggestellt wurde. Hier hatte ein hastig vorgenommenes Begräbnis stattgefunden. Vergoldete Paneele lagen auf dem Boden und lehnten an den Wänden. Jemand hatte nachträglich das Abbild Echnatons, der die Sonnenscheibe verehrt, entfernt. Auch der Name von Königin Thehe wurde beseitigt. In einer Nische standen vier Alabasterkrüge mit den inneren Organen der Mumie. Auf dem Boden fanden die Forscher seinen schwer beschädigten, doch immer noch prachtvollen Sarg, der ganz von Intarsienarbeiten und Halbedelsteinen bedeckt war. Auch vom Sarg waren die Kartuschen mit dem Namen des Toten herausgeschnitten worden. Alle Teilnehmer der Expedition glaubten sicher, dass die Mumie im Sarg identifiziert werden könnte, sobald der Deckel entfernt und die Inschriften auf den Bandagen untersucht würden. Am Tag der Enthüllung hatten alle Anwesenden das Gefühl, einem historisch bedeutsamen Augenblick beizuwohnen. Sie wären seit mehr als 3000 Jahren die Ersten, die in das Gesicht dieses Königs oder dieser Königin blicken würden. Als der Deckel vom Sarg genommen wurde, sahen die Umstehenden eine Mumie, die völlig mit Blattgold überzogen war. Doch als sie anfingen, diese Mumie zu enthüllen, geschah etwas wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Kaum hatte man die Mumie berührt, zerfiel sie zu Staub. Den Archäologen blieb nichts als ein Häuflein Knochen auf dem Boden des Sarges. Aber neben dem Skelett lag ein letztes Stück Blattgold, das den Namen Echnatons zu tragen schien. Das Becken des Leichnams war so breit wie ein weibliches. Doch hatten die Statuen Echnaton nicht immer mit breitem Becken gezeigt? Auch das längliche Gesicht ähnelte Echnaton. Alles schien so perfekt zu passen, dass einige der Anwesenden völlig überzeugt waren, die Mumie Echnatons gefunden zu haben. Eine Antwort darauf gibt es noch immer nicht, da es bis heute unmöglich war, die Mumie aus Grab 55 zu identifizieren. Nur die Frage, weshalb Echnaton und seine Familie als fast missgestaltet dargestellt wurden, lässt sich jetzt vielleicht klären. Man nimmt an, dass sie eventuell an einer erblichen Störung des Bindegewebeaufbaus litten, genannt Marfan-Syndrom. Unter dieser Krankheit könnte auch Abraham Lincoln gelitten haben. Zu den Symptomen gehören längliche Gesichtsform, hervorstehendes Kinn, lange Finger und Zehen und ungewöhnliche Augen. Sollte Echnaton unter dieser genetischen Störung gelitten haben, ständen die Chancen 50-50, dass seine Töchter die Krankheit von ihm geerbt hatten.
Heute beschäftigt sich eine ganze Arbeitsgruppe am New York Hospital mit der Erforschung des Marfan-Syndroms. Dr. Jessica Davis zählt zu den führenden amerikanischen Experten. Das ist unser Patient. Ja, ich erkenne sehr wohl sein Profil. Würden Sie, wenn dieser Mann hierher käme, Anzeichen des Marfan-Syndroms sehen? Das deutlichste Anzeichen wäre sicherlich die sehr längliche und schmale Gesichtsform. Trotzdem ist dies ein schöner Mensch. Das wären zwei Aspekte, die mich interessieren würden. Dies ist ein Mensch, der gleichmäßige Gesichtszüge, dabei aber ein langes, schmales Gesicht hat. Die Diagnose könnte allerdings nicht anhand des Gesichts allein gestellt werden. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen, die am Marfan-Syndrom leiden, normale Gesichtszüge haben, doch irgendwie gotischer oder klassischer aussehen. Typisch für die Kunst jener Zeit sind übertrieben lange, schmale Hände. Diese Hand wirkt doch schon unnatürlich. Gibt es Vergleichbares auch beim Marfan-Syndrom? Diese sehr schlanken Gliedmaßen lassen durchaus auf eine Krankheit des Bindegewebes schließen. Man sieht sogar, dass dieses Glied leicht verschoben ist. Das sieht sehr beweglich aus. Hier nun ein Fuß. Auch dies sind sehr schmale Gliedmaßen, die, wie schon der Arm und die Hand, durchaus Rückschlüsse zulassen. Der Fuß ist sehr schmal, elegant, und die Zehen sind sehr lang. Auch das könnte bei der klinischen Diagnose eines Marfan-Syndroms von Bedeutung sein. Ja, das deutet darauf hin. Würden Sie angesichts dieser Hände, der Füße, des Körperbaus und der Knochenstruktur das Marfan-Syndrom diagnostizieren wollen? Und vielleicht ein Echokardiogramm anfertigen? Ja, wahrscheinlich würde ich das tun. Dies ist eine faszinierende Geschichte. Die Theorie verdient, genauer untersucht zu werden. Dazu müsste man andere Familienmitglieder ansehen. Okay, so without more ado, Bob Breyer will speak to us. Dieses ärztliche Urteil scheint zwar die These von einer Erkrankung Echnatons am Marfan-Syndrom zu bestärken. Die Einschätzung von Menschen, die selbst unter dieser Krankheit leiden, ist aber vielleicht mindestens genauso aufschlussreich. Ich kleidete mich anders und unterstrich mein Anderssein, indem ich lange Capes trug. Wenn ich schon anders bin, dann seht mich wenigstens an, denn ich bin wirklich anders. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Das Unterstreichen des Andersseins. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sich zurückzieht. Doch das Unterstreichen ähnelt ja fast Echnatons Verhalten. In der Kunst aus Amarna werden zum Beispiel die Hände extrem stilisiert. Dies ist Echnatons Hand. Ich habe eine Theorie, die ich vorstellen möchte. Und ich würde jetzt von Ihnen gerne wissen, ob sie Ihnen schlüssig erscheint. Meine Theorie ist, dass Echnaton als Kind vielleicht deshalb so in den Hintergrund gedrängt wurde, weil er anders aussah. Er hatte Geschwister, doch nur er taucht auf den Familienporträts nicht auf. Könnten Sie sich vorstellen, dass er als Kind benachteiligt wurde und dass er deshalb, als er dann König wurde, alles ablehnte und sagte, das ist nicht meine Religion, das ist nicht meine Stadt, das ist nicht meine Familie. Ich trenne mich von all dem und erschaffe alles neu. Ist das etwas, was Sie selbst erfahren haben? Oder erscheint es Ihnen im Zusammenhang mit Marfan plausibel? Dass die Familie ihn deshalb verstieß, ist durchaus denkbar. Ich habe das selbst erlebt. Das Aussehen ist im Leben etwas sehr Wichtiges. Und wenn man anders ist und die Menschen keinen Namen dafür finden können, dann ist das ein Problem. Ich habe sehr spät herausbekommen, was mit mir los ist. Und mein Vater will es bis heute nicht wahrhaben. Die ganze Familie reagiert so, als schämten sie sich.
Auch in unserem Fall reagierte die Familie ablehnend, weil wir als Kinder ungewöhnlich aussahen. Aber wir sind nicht aus Herrscherhäusern. Man kann also schlecht sagen, was wir gemacht hätten. Wenn man jedoch sein ganzes Leben lang von Ablehnung umgeben ist, dann ist es sicher sehr nett, plötzlich zu sagen, Schluss damit, so bin ich und so sehe ich aus. Vielleicht hegte auch Echnaton ähnliche Gefühle. Trotzdem bleiben noch viele Rätsel ungeklärt und Fragen offen. Sogar im Tode rebellierte Echnaton gegen die Traditionen Ägyptens und lehnte die Orte ab, an denen seine Vorfahren begraben waren. Für sein Grab wählte er ein Tal in der Gegend von Amarna. Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie das Tal der Könige, wo sein Vater bestattet wurde. In diesem Grab wurde der radikalste Denker des alten Ägyptens bestattet. Er hatte den Monotheismus, den Glauben an einen einzigen Gott, vorweggenommen, lange bevor die Ägypter in der Lage waren, Ideen wie diese zu akzeptieren. Schon bald nach seinem Tod verließen die Bewohner Amarna. Unfähig zu verstehen, was ihr Pharao gepredigt hatte, kehrten die Ägypter zu ihren vertrauten Göttern zurück. Echnaton wurde als Ketzer gebrandmarkt und sein Name von den Monumenten Ägyptens entfernt. Statt seiner wurde sein Sohn Tutanchamun in der Welt bekannt. Das kühne Experiment in der Wüste war gescheitert. Die Stadt Amarna versank im Sand. Kein anderer Pharao wurde von der Nachwelt so kontrovers diskutiert wie Echnaton. Die einen sehen seine Herrschaft als sonniges Paradies, die anderen als Epoche der Verfolgung Andersdenkender. Der Ägyptologe James Prestidge schrieb über Echnaton: In einem weit entfernten Zeitalter und unter schwierigsten Voraussetzungen wurde er zum ersten Idealisten der Welt und zum ersten Individuum. Vor 3000 Jahren empörte der rebellische Pharao die Einwohner des Niltales, weil er verkündete, dass es nur einen Gott gäbe. Weniger als 100 Jahre nach seinem Tod predigte Moses an den Gestaden des Nils den Israeliten den Monotheismus. Heute schallt es in Ägypten von allen Minaretten, dass es nur einen Gott gibt, Allah. Die Idee von einem einzigen Gott, einst der Glaube eines verfemten Ketzers, gilt heute längst für alle Moslems, Christen und Juden rund um die Welt.